Herzlich willkommen zurück, Freunde. Nach der Winterpause ist vor der Rückrunde. Es geht gegen die Kölner. Und für uns natürlich mal wieder um einen Sieg, um zurück in die Form zu kommen. Wir haben ein Testspiel gehabt gegen Heerenveen, 1-0 gewonnen. Prinzipiell aber ein super Spiel gemacht, nur die Tore nicht. Und dass da viel angebrannt ist. Wir haben Castillo, der gelb gesperrt ist, und bei Meri müssen wir mal gucken, ob es bei ihm wieder geht. Hat sich jetzt nochmal die Wade verhärtet, aber sollte eigentlich funktionieren. Der wird da ein bisschen ausmassiert und dann sollte er heute wieder zurück sein auf dem Feld, sein Comeback geben können. Willis ist zwischendurch Spieler des Jahres in Argentinien geworden, endlich mal. Freut mich auch, dass es da endlich mal die Anerkennung gibt im Heimatland. Vielleicht jetzt auch mal dann die Nominierung für die Nationalelf. Und wir haben einen neuen Rechtsverteidiger. Wir sind all in gegangen. Ich habe lange überlegt, ob ich es machen soll. Wählen wir die günstige Alternative oder hauen wir voll auf die Kacke. Und ja, ich konnte mir die Chance nicht so ganz entgehen lassen. Wir haben einen neuen Rekordtransfer. Rechtsverteidiger. 50 Millionen hat er gekostet. Vielleicht kommen noch mal 10 an Bonus obendrauf. Von Paris Saint-Germain. Hat dieses Jahr leider nicht so viel gespielt dort, dafür letztes Jahr bei Montpellier in der Ligue 1 ziemlich gut. Wisdom Amey ist unser neuer Rechtsverteidiger. Und werde ihn euch gleich mal zeigen. Hat jetzt im Debüt gegen Heerenveen im Testspiel ganz ordentlich gespielt. Hoffen wir, dass wir das Geld nicht einfach so rausgeworfen haben. Sein Marktwert hat sich dann durch den Wechsel verdoppelt, liegt bei über 100 Millionen mittlerweile. Ja, schauen wir mal, ob er das auch so aufs Feld bringt. Aber ich glaube, der Junge, der ist 22, der hat noch seine ganze Karriere vor sich. Und ich denke, das ist ein richtig, richtig guter Deal, den wir da gemacht haben. Auch wenn es jetzt erstmal sehr, sehr viel klingt. Ich werde ihn euch später zeigen in der Aufstellung dann. Es geht rein gegen Köln. Wie gesagt, 4-4-2 Konterfußball. Ich denke, da kommen wir eigentlich ganz gut mit an. Wie haben wir gegen die eigentlich im Hinspiel gespielt? Lass uns das mal schnell schauen. Da haben wir 2-0 verloren. Okay. Gut, dann würde ich sagen, Freunde, wir gehen rein ins Spiel. Bis gleich. Warum konnten Sie in letzter Zeit eine so gute Heimbilanz aufweisen? Lee, du hast eindeutig unsere Spiele nicht gesehen. Deswegen Geheimnisse gibt es ja nicht groß. Haben Sie die Absicht, in diesem Spiel von Anfang an anzugreifen? Ja, auf jeden Fall. Wir werden die Initiative ergreifen und selbstbewusst und offensiv agieren. Und das mit folgendem Team: Amey, Meri, Gechter, Barco. Dardai, Fabian davor. Aimar bekommt heute die Chance auf der 10. Ouedraogo wollen wir eher das Vertrauen geben auf der rechten Seite. Links Bayer und vorne drin Willis ist, glaube ich, selbstredend. Und bevor wir jetzt einmal kurz reingehen ins Spiel, zeige ich euch unser Neuzugang. Das ist Wisdom Amey. 22 Jahre, Italiener, kommt vom PSG. Wie gesagt, letztes Jahr bei Montpellier gespielt. Bisher sieht er noch nicht so. Ah, da gab es ein, zwei Spieler, wo ich sage, okay, die sehen vielleicht besser aus, aber jetzt kommen die Punkte. Er ist physisch ein Monster, sehr groß, hat Körper, hier ist er überragend. Und wenn das sich in den nächsten 2, 3 Jahren hier entwickelt, haben wir da echt ein Biest auf der rechten Verteidigerposition. Deckung ist okay, Tackling ist okay, Stellungsspiel sogar schon relativ gut. Auch von den Entscheidungen her, Aggressivität, ich denke, da passt alles. Ist auch recht zielstrebig. Also alles in allem ein super Talent. Ihr habt ja gesehen, das eine Jahr hat er ganz gut gespielt da in der Liga. Und davor eben Bologna. War sogar auch mal in die zweite Liga nach Ingolstadt ausgeliehen. Und auf der linken Seite ist übrigens auch die Überlegung, ob wir uns Schindo zurückholen als Backup dann für die Rückrunde. Der macht das gerade auch ganz gut in Freiburg. Oder ob wir ihn da vielleicht nochmal lassen und uns einen etwas älteren Backup holen für eben Valentin Barco. Der dann doch mit 23 recht jung ist und dann noch einen 20-Jährigen dazu. Müssen wir mal schauen, ob das die richtige Methode ist. Naja, wir gehen rein. Erster Fehlpass von Asan in der Rückrunde. Wir wollen hier natürlich ganz klar die Bundesliga sehen. Mal gucken, was da so passiert. Wollen ja die Hinrunde jetzt abhaken, die ja wirklich katastrophal lief. Benny Henrichs mittlerweile bei den Kölnern. Njonto, Flanke geklärt von Amey erstmal. Ismail Jakobs gut geblockt, Kluivert. Und da ist Amey schon. Und da ist er gleich zweimal. Aimar verliert ihn dann aber wieder. Wolf, Viper. Wir sind Viper mit Mertel, Marius Wolf.
Flanke abgeprallt und puh. Viper, wie kann er den denn vorbeisetzen? Glück für uns. Gute Balleroberung hier von Uedraogo. Aimar bleibt dran, schickt auch Uedraogo. Und der fällt, aber es war klar außerhalb. War klar außerhalb, wenn es da die gelbe gibt für Jakobs und den Freistoß, ist es okay. Ich glaube, hier muss man auch nicht irgendwo groß auf Elfmeter. Mit dir, Patrick. Ja. Trotzdem gute Freistoßposition, vielleicht können wir was draus machen. Valentin Barco nimmt sich dieser an, chippt den rein, hinten wartet Meri. Ja, okay. Okay. Und Emilio Lara wird dann so ein bisschen unser Backup, ne? In der Rückrunde. Kluivert, klasse Parade von Yusufu. Sehr, sehr stark. Amei noch so ein bisschen von der Rolle, ist glaube ich einfach auch dem geschuldet, ne? Debüt als 22-Jähriger, da ist man mal nervös. Benny Henrichs, Kluivert und weg mit dem Ball. Ah, Hannibal, Wolf. Na gut, wir feuern die Jungs mal an. Ne, wir sagen nichts. Die sind ja immer demotiviert, wenn wir was sagen. Hier hätte ich nach wie vor gerne die Bundesliga. Paderborn führt sich gegen Mainz. Okay. So, langer Abschlag. Kluivert. Mit Hannibal. Das ist... Ah, ich dachte einer für uns. Aber Amei kommt nicht ganz hin. Dann so Hannibal. Viper. Klasse Pass für Njonto. Und wieder Riesenparade von Yusufu. Da ist Amei jetzt mal da. Blockt den Ball. Also bisher trotzdem noch nicht so unser Spiel. Kluivert mit der Ecke. Komm kurz auf Viper. Und da ist das Kopfballtor. Es hat sich angebahnt. Wir spielen hier zu Hause und sind komplett von der Rolle. Hannibal, Martell. Dann so Hannibal raus auf Kluivert. Das ist einer für Amei jetzt mal. Uedraogo macht den fest. Aimar. Komm, lass den Ball laufen. Richter, Fabian, Aimar. Ja, da ist jetzt Platz. Willis. Maxi Bayer geblockt, gibt den Eckball. Immerhin mal eine Offensivaktion von uns. Eckball, Valentin. Geklärt von Martell. Bayer holt ihn nochmal. Meri. Und dann verläuft sich das Ganze ein bisschen. Ich fordere mal mehr von den Jungs. Verstehen sie auch, sehr gut. Da habe ich immer ein bisschen Angst im Moment. Die Stimmung im Kader ist natürlich logischerweise auch nicht allzu gut. Maxi Bayer. Boah, klasse Parade von Mantel. Schade, guter Ball hier auch von Valentin Barco. Schnell geschaltet. Paderborn führt mittlerweile 3:0 gegen Mainz. Auch ordentlich. Eckball Valentin. Keiner hin, Wolf mit dem Konter. Ich mache mal kurz eine Sache, was ich eh schon überlegt hatte. Wir werden hier, ich glaube, ab sofort wieder mit einem Flügelverteidiger spielen, nicht mit kompletten Flügelverteidigern. Ich denke, das ist ein Tick besser. Henrichs. Linie lang, Njonto. Ja, ist sein Ball. Aber Barco ist mit da, sehr gut. Gut mitgegangen den Weg. Klar, mit der gelben Karte da nicht allzu einfach. Aber sehr gut verteidigt. Kluivert, der kommt kurz auf dann so. Yusufu. Mit einem guten Spiel bisher. Aber wir insgesamt noch zu passiv, zu. Ja, wir haben zwar den Ballbesitz, wissen aber nicht so ganz, was wir damit anfangen sollen und wollen. Wir spielen hier eindeutig nicht wie der Favorit. Asan, komm. Zeig mehr. Wir gehen rein, Halbzeit 2. Wisdom Amei. Ich wollte jetzt nicht gleich nach 45 Minuten rausholen. Das ist immer so ein bisschen demotivierend. Da bleibt jetzt noch ein paar Minuten drauf, aber dann wird da Emilio Lara kommen. Ne, wir machen den Wechsel jetzt schon, bevor er jetzt hier noch gelb-rot sieht. Emilio Lara kommt rechts rein. Auch Martin, da hat er kein gutes Spiel. Und Mausehund. So. Ich denke dann auch Curtis Jones für einmal. Und auf der rechten Seite müssen wir es machen. Barco! Guter Freistoß. Aber Nico Mantel ist da und hält den Ball fest.
Probieren es mal einen Tick offensiver. Meri Demiral raus auf Barco. Echter. Linie lang zu Maxi Bayer. Ist jemand in der Mitte dabei? Ne, Henrichs nimmt ihm den Ball erstmal ab. Aber wir könnten jetzt offensiv draufbleiben. Wolf muss den lang schlagen. Das ist einer für uns. Mauser und Hassan. Aymar bleibt dran. Nee. Das wird heute nichts mehr. Aymar auch raus. Gehört es Jones dafür rein. Und für Uetraogo kommt dann Scully, oder? Ja, kommt mal wieder Scully über die rechte Seite. Dann haben wir noch einen Wechsel übrig. Mal schauen, wer es am Ende wird. Yusufu raus auf Valentin Barco. Jetzt zweite Halbzeit deutlich besser, ne? Spielen überwiegend wir, aber es kommt noch nicht so viel Ertrag rum, weil auch Nico Mantel da hinten richtig gut hält heute. Klasse Pass von Bayer, klasse Abschluss von Jones. Vielleicht ein Kopfballtor, Gechter kommt nicht hin. Aber Maxi Bayer ist da nochmal da. Nur so ein Scalini. Und wir werden jetzt nochmal Diomondé für Barco bringen. Diomondé wird dann aber den Tick offensiver gehen. Ja. Tjo. Da liegt Tjo lang, aber landet bei Lara. Sehr gut. Zurück zum Keeper. Yusufu. Mosund. Meri. Fabian. Guter Pass für Willis. Jones. Klasse. Pass durchgesteckt auf Husin Scully. Der ist aber bisher alleine. Nee, er findet Jones. Nächste Chance von ihm vergeben. Jetzt sind wir wirklich am Drücker. Machen das sehr, sehr gut. Henrichs Njonto. Fabian muss da jetzt aufpassen. Keine dummen Fouls und uns mit Karten aus dem Spiel nehmen. Dann so. Teubert, Lara. Gut aufgepasst von Demiral. Er ging aber nicht schnell nach vorne. Leider Chipball landet aber bei Kluivert Viper. Aber könnte abseits gewesen sein, oder? Nee? Okay. Sah kurz so aus, als wäre da dieser Querpass nochmal abseits gewesen. Nee, hinten neben ist auch. Es ist natürlich sehr, sehr unglücklich. Schmeißen wir alles vorne rein. Das brauchen wir jetzt natürlich nicht wirklich. So. Gegenpressing, Konter, lange Abschläge. Und hier schön hoch. Okay. Wir geben nochmal alles. Feuern die Jungs nochmal an. Mal gucken, was noch geht. Wie gesagt, die zweite Halbzeit hat mir deutlich besser gefallen. Dann kommt natürlich so ein Tor zum sehr, sehr unglücklichen Zeitpunkt. Lara, Bayer fällt da, aber Schiedsrichter scheint nichts gesehen zu haben. Okay. Robin Koch hat letztens noch gegen U19 im Testspiel gespielt. Vielleicht um Spielpraxis zu sammeln für das Spiel heute. Skiri Njonto, das müsste eigentlich unser Ball sein, jawohl. Jones, Gechter. Meri. Oh, so ein. Ah, schlechter Pass. Jetzt aber gleich wieder drauf. Gosens mittlerweile in Köln. Koch, langer Ball. Auf Nelson Viper. Und der haut den richtig vorbei. Also der hätte heute auch schon vier Dinger machen können. Ja, enttäuschendes Spiel. Weiß jetzt nicht, ob es. Oh, Bayer auch schlechte Ballmitnahme wieder. Wer weiß nicht, inwieweit es enttäuschend war, weil die erste Halbzeit haben wir verpennt, zweite waren wir da und kriegen dann das Tor. Danach kam auch nicht mehr viel, also. Naja, wir müssen. Wir dürfen mit den Jungs nicht zu hart sein, weil.
Ja, wie gesagt, die Mannschaftsstimmung ist schon sehr, sehr niedrig. Puh, das wird eine harte Saison. Das wird wirklich eine sehr harte Saison. Nach einem so enttäuschenden Ergebnis heißt es wohl zurück auf den Trainingsplatz und neu überdenken. Ja, schauen wir jetzt mal. Wir nehmen das Gute mit und versuchen das Schlechte zu eliminieren. So sieht's aus. Auf die Konkurrenz zu gucken, bringt uns im Moment gar nicht mehr so viel. Wir müssen erstmal wieder auf uns selber schauen. Aber trotzdem ist natürlich interessant, was so an dem Spieltag passiert ist. Hannover spielt 0-0 gegen Hamburg. Wir verlieren, wie gesehen, gegen Köln. Leipzig gewinnt 2-0 gegen Union. Paderborn gewinnt 3-1. Ist der zweite Sieg erst, glaube ich, ne? Ja, stimmt, gegen uns. Ne, der dritte. Ja, Frankfurt gewinnt 2-0 gegen Bremen. Hoffenheim mit einem 0-0, München 4-0 gegen Stuttgart und dann Leverkusen 3-1 gegen Kiel und Freiburg mit dem 1-1. So, das heißt, ach genau, warte, eine Sache wollte ich kurz schauen. Hat bei Stuttgart Niklas Dörr gespielt, er ist dafür 2 Millionen hingewechselt. Er saß aber auf der Bank, okay, hat immerhin die Nummer 9 bekommen. Oh, gut, wird vielleicht auch seine Einsatzzeit bekommen. Ja, für uns geht das nächste gegen den HSV. Pflichtsieg. Aber das ist jedes Spiel. Freunde, Freunde, wir sind in einer tiefen, tiefen Krise. Die härteste wahrscheinlich, seit wir bisher bei der Hertha waren. Aber da kommen wir auch raus. Wir haben alles gemeistert. Da kommen wir auch raus. Keine Sorge, mit dem Sieg gegen Hamburg klappt es schon.